Hallo und herzlich willkommen, Leute. Hier ist Modellbau King und heute zu einem Unboxing kommen wir, das mir hier zur Verfügung gestellt wird von Hobby Eberhard in Heilbronn. Auch vom Online-Shop, wie ihr gesagt, von Hobby Eberhard hat. www.hobby-eberhard.de. Dieses Auto hier wird von diesem Händler zur Verfügung gestellt. Und das hier dürfen wir zusammen dann aufbauen. Dieses Auto gibt es bei Hobby Eberhard zu kaufen, sowie das ganze Zubehör, was ich in diesem Video dazu zeige. Seht ihr auch gerade. Neofighter. Da haben wir Neofighter, geht es hier rum. Dann haben wir links hier die Reflex Wheel Pro 3 stehen und drüber haben wir ein Carson CS3 Servo. Das Ganze hier, wie gesagt, wird zur Verfügung gestellt von Hobby Eberhard, der Händler in meiner Umgebung. Ist ja perfekt geeignet für Einsteiger, die anfangen mit dem Hobby und noch nicht wirklich wissen, passt Ihnen das Hobby oder passt Ihnen das Hobby nicht? Das Ganze, wie ihr es hier seht, kostet nur 130 Euro circa. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Was ich jetzt hier nicht mit drauf habe auf dem Bild, ist doch, man braucht doch einen Akku und ein Ladegerät. Dies muss noch hinzugekauft werden. Ein Akku wird gebraucht, ein 7,2 Volt Nickel-Metall-Akku mit passendem Tamiya-Stecker oder mit Adapterstück, wie ich es hier habe. Sieht man hier. Hier unten liegt der Akku. Ich habe hier jetzt mal 5000er. Sieht man, 5000er. Akku habe ich jetzt gerade mit Multiplex-Stecker, aber mit Adapter auf Tamiya. Ja. Sieht man es schön. Tausender. So, darum soll es nicht gehen. Also, Unboxing heute. Carson CS3 Servo. Reflex Wheel Pro 3. Und Tamiya Neofighter. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Unboxing an. Dann Leute. Bis gleich, wir fangen gleich an. Wird mal dann aufbauen, wisst ihr, Tamiya TG01 war sehr schön. Dann bis gleich. So, dann würde ich sagen, wir fangen gleich mal an mit Auspacken von der Fernsteuerung. Zuerst möchte ich euch noch sagen, der Hobby Eberhard ist in Heilbronn in der Allerheiligenstraße 8. Jo. Und hat Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 18:30 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 16 Uhr. Ihr könnt auch sehr viele Tuningteile erwerben bei ihm, so wie gesagt, ganz Zubehör, wie auch im Shop. Und die Arbeiter helfen sehr gerne einem bei Beratung sowie Hilfe bei Einstellen von dem Auto, bei Problemen und Co. Sehr freundliche Mitarbeiter. Falls ihr Probleme habt mit eurem Auto, könnt ihr gerne dann bei diesem Händler vorbeikommen. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen an mit Auspacken von der Fernsteuerung. Währenddessen zeige ich euch mal ein bisschen, was hier so aus dem Karton drauf ist. Den Preis von der Fernsteuerung, die kostet 40 Euro. Was brauchst du dazu noch? Ein paar Batterien, was nicht enthalten sind, sondern Akku, was man auch annehmen kann. Und hinten verschiedene Empfänger kompatibel, gibt vier verschiedene Stück und verschiedene Servos halt, Servotypen. Seht ihr hier noch? Was ich ganz besonders toll finde.
Sie hat hier kugelgelagertes Lenkrad und das Lenkrad ist durch Schrauben lösbar zum Schwenken. Das ist sehr gut, finde ich. Hier sieht man es entweder in Akku einsetzen oder Batterien. Kann man sich aussuchen. Ja. Wir sagen, machen wir auf. So. Karton leer. Legen wir beiseite. Was kommt hier zum Vorschein? Eine Anleitung für die WheelPro 3, die WheelPro LCD 3, die BEC 3. Wir haben ja die normale, haben wir ja, und die BEC LCD. Ja. Eine Anleitung für alle Fernsteuerungen. Steht das hier alles gut beschrieben, welcher Empfänger zu welcher Fernsteuerung passt. Hier sieht man es auch so schön, wie Empfänger angeschlossen wird, alles Regler und Servo. Ist ja alles gut beschrieben. Werde ich in den Videos dann auch alles sagen. Hier ist nochmal schön die Fernsteuerung. Hier sieht man, da kann man den Lenkrad schwenken. Ja, das ist schon wieder von einer anderen Fernsteuerung. Ja, sagen, zeige ich euch mal die Fernsteuerung. Die ist hier ja schön eingepackt. Ein Messer ist von Vorteil, wenn ihr Messer habt. Oder halt die Finger, wie ich es gerade mache. Hier ist ein Kabelbinderung, das müsst ihr wegmachen. Dann haben wir hier unten ein Klebeband, das wir auch abmachen müssen. Den Karton empfehle ich euch immer aufzuheben. Falls ihr mal Reklamationen habt oder halt zum Wiederverkauf. Ja. Hier fliegt uns schon der Empfänger entgegen. Sieht man schön. Tütchen raus. Hier ist unser Empfänger. Sieht man schön. Hier ist noch was dran. Das Binden machen muss noch. Ja. Und dass keine andere Erziehanlage 2,4 in der Nähe sein soll. Das zeige ich euch gerade mal ein bisschen durchlesen. Ja. Das kam mir gerade entgegen. Dann haben wir hier die Fernsteuerung. Die müssten wir eigentlich rausnehmen können. So wie ich weiß. Oder hängt hier noch irgendwo was fest. Hier müssen wir noch eine Klebeband wegmachen. Nehmen wir gerade unser Messer. Vorsicht, die ausschneide mal. So, nehmen wir hier raus. Nehmen hier raus. Karton, wie gesagt, aufheben. So. Für die Fernsteuerung. WheelPro 3. Ganz normale Zweikanal-Fernsteuerung. Mit Drehregler. Für ST, also Lenkung, und TH für Gasregelung. Ja. Macht eigentlich einen recht guten Eindruck. Zwar nicht sehr hochwertig, aber reicht. Lenkrad fühlt sich sehr gut an, Gas hebt nicht so. Hier oben haben wir einen Ausschalter, vorne an, hinten aus. Wie gesagt, hier unten Batterien. Hier kommen 4 AA-Zellen rein. Entweder Akkubatterien oder ganz normale Batterien halt. Hier kann man ein Lipo reinsetzen, wie gesagt. Falls man ein Lipo benutzt. Ist möglich, muss man nicht benutzen. Ja. Kunststoffgehäuse. Und laut Beschreibung ist hier oben eine blaue LED drin. Wenn sie an ist. Oder blinken wahrscheinlich, wie man es gewohnt ist, wenn der Empfang abbricht. Oder wenn sie leer ist. Ja. So richtig schön ist hier. Das Lenkrad hat hier so eine Bremsscheibe drin. Die Bremsbacke, sehr schön gemacht.
Lenkrad eiert auch nicht, der ist auch schön. Wie gesagt, hier die Schrauben. Hier ist eine Schraube und hier eine Schraube. Wenn man diese löst, kann man das Lenkrad verstellen in seine gewünschte Position. Nach vorne schwenkbar und nach hinten schwenkbar. So wie man es gern hat, von der Hand her. Ja. Wie gesagt, Fernsteuerung. So. Dann gehen wir zum Servo. Ja, nicht unter Wasser halten lange, weil es wahrscheinlich nicht wasserdicht ist, schätze ich mal. Ja, Gas- und CS3-Servo. 19,99 €. Auch mein Hobby-E-Wert natürlich. Graben auf. Nehme ich auch unser Messer. Oder eine Schere, geht genauso. Schön aufmachen. Das schöne Servo raus. Ist ein Metallgetriebe-Servo. Macht auch einen sehr guten Eindruck. Mit Metallgehäuse zum Kühlen. Teilmetallgehäuse. Soll sogar leicht wasserdicht sein. Okay. Laut diesem Symbol. Leicht wasserdicht. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Kein Spiel. Metallgetriebe, wie gesagt. Könnte Messing sein. So wie ich weiß. So. Das sind hier zwei Servohörner dabei. Und eine Schraube zum Befestigen. Die werden wir nicht brauchen, weil im Autoset ein passendes Servo dabei ist. Dieses kann man immer noch mal aufheben. Vielleicht braucht man es ja mal, falls man mal einen Verbrenner hat von Carson. Dann, oder generell kann man dieses brauchen. Ja. Immer aufheben, solche Sachen. Müsst ihr euch merken. So. Verpackung ist leer. Legen wir beiseite. So. Dann kommen wir zum größten, zum schönsten von allen. Dieses schöne Auto. Ja, ganz schön schwer. Tamiya, wie gesagt, Tamiya Neofighter, seht ihr jetzt immer schön. Das hier ist alles dem vorhanden. Wir haben Öldruckstoßdämpfer. Sogar ein Fahrtenregler ist drin. Und ein Motor, ein Bürstenmotor. Müsste ein 550er, 54er sein. 45er. Gar nicht sicher. Ja, wie gesagt, Neofighter Buggy. Und es ist das DT03 Chassis von Tamiya. Ja. Hier unten sieht er hier so. Hier gibt es noch einen Tuning-Motor, der links abgebildet ist. Hier zwei Tuning-Motoren. Hier nochmal Öldruckstoßdämpfer, Kugellager. Ja, Einstellmöglichkeiten. Andere Federn gibt es noch. Und hier noch einen anderen Lenksaver. Und anderes Getriebe sieht es aus. Ja, seht das nochmal, was man dazu braucht. Was ich ganz besonders toll finde, sieht man auf dieser Seite. Für die Einsteiger, falls sie auf Wettbewerbe wollen mal oder mal Rennen fahren möchten, halt, gibt es hier eine Fighter Cup Serie. Dort kann man einfach mal Rennen fahren mit seinem Buggy, wenn man genug geübt hat. Ja, das ist immer schön. Wo ist das Chassis aufgebaut? Das mich ganz stark wundert. Der Servo liegt im 25 Grad Winkel, so wie die Vorderachse auch. Ist aber auch sehr gut beim Springen, bricht nicht so gern das Chassis durch. So seht ihr schön. So wird dieses Auto da aussehen, das Chassis. Hinten der Motor, Regler, Akku und Servo. Liegt auf dem Kopf. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem Auspacken. Wie gesagt, Tuningteile gibt es bei Hobby Eberhard auf der Seite und im Laden. Ich werde die Seite verlinken mit extra Link zu den Teilen. In diesem Auto. Ja. Wie gesagt, Ansprechpartner Hobby Eberhard. Was ich noch fast vergessen habe. Das Auto kostet 69,99 €. Also ein guter Preis für Einsteiger. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, wo das Auto schon an die 200 bis 300 € kostet. Ja.
Wie gesagt, wir reden hier von einem Kit-Chassis. Wie gesagt, ihr braucht Fernsteuerung, Akku und eure Ladegerät. Ja. Seht ihr es? Hier geht der Karton schon auf. Ach, spannend. Ist leer. Achtung. 3, 2, 1. Tada! Wir haben hier unser Auto in Einzelteile. Hier haben wir erstmal die Reifen, Hinterreifen und Vorderreifen ohne Felgen, die hier auch drin liegen. Sind eigentlich sehr gute Reifen, halten zwar nicht lange, aber reicht fürs Erste. Vorderreifen sind gut, Hinterreifen fahren sich schnell ab. Zumindest auf Asphalt nicht so gut. Ja, hier haben wir den Regler. Der dabei ist, der kann auch Brushless Motoren. Das ist eine Variante ohne Kohlen. Was normal ist, in der Motor hat, der hat Kohlen drin. Diese arbeiten nur mit Magneten. Diesen kann man dann auch dafür verwenden, für die Tuning-Motoren, was es gibt. Hier schön verschweißt, packe ich jetzt nicht aus. Werdet ihr während der Bauphase dann sehen. Hier haben wir schönes Öl für die Stoßdämpfer. Wie gesagt, Öldruckstoßdämpfer haben wir in diesem Auto. Öl. Dann haben wir hier unser RC-Pack C. Sind verschiedene Packs aufgeteilt, die ganzen Teile, dass man nicht durcheinander kommt. Ja. Hier steht ist ein Motor dann dazu. Sieht man ja schön. Hier ist ein bisschen Fett. Motor mit Kabel. Seine ganzen Aufsätze. Wie gesagt, hier für das Servo braucht ihr diese Aufsätze nicht, was dabei sind. Beim Servo selber Schrauben drin. Wie gesagt, alles, was man braucht. Und wir arbeiten mit Kunststofflager. Es gibt auch als Tuning-Part noch normale Kugellager, die sogar gedichtet sind. Fährt sich das Auto schon etwas besser, aber reicht fürs Erste, wie gesagt. Hier haben wir dann die Felgen. Diese muss man mit den Reifen verkleben. Werde ich alles zeigen im Video im Laufe der Zeit. Dann haben wir hier. Hier die schöne Karosserie, die einen sehr guten Eindruck macht. Nicht billig, schön dick und schön stabil. Eine sehr schöne Form, muss ich sagen, finde ich zumindest. Hier haben wir das. Karosserie selber, den Body und hier hinten den Spoiler, dieser schön festgeschraubt wird. Seht ihr schön. Dies muss man von innen lackieren, was man nicht vergessen darf. Man sollte sich noch Farben besorgen für die Karosserie zum Lackieren. Was man auch sich noch besorgen muss. Entweder man macht sie so, wie sie auf der Abbildung ist, wo ich sie auch machen werde. Oder man macht sie so, wie man gerade Lust hat. Kann man die auch machen. Und wie gesagt, hat Werkzeuge und Scheren, was man halt braucht. Braucht man natürlich auch dazu. Das ist ja klar. So. Hier haben wir Querlenker, auch schön gemacht. Das müssten die Querlenker unten sein, vorne diese für oben, auch für vorne. Dann haben wir hier das Getriebe aus Kunststoff. Gibt es leider nicht aus Metall, wäre schön. Wir arbeiten hier mit einem 55er Zahnrad, 55 Zähnen. Das ist gleichzeitig das Differential, wie es aussieht, glaube ich zumindest. Solange es funktioniert, ist alles gut. Wird, glaube ich, passen. Das Auto gibt es jetzt seit Jahren und ist sehr erfolgreich. Das wird hier für hinten sein. Achsschenkel unten, Achsschenkel oben. Querlenker eher gesagt. Ein Querlenker, nicht Achsschenkel. Ich bin gerade voll daneben. Karo-Halter hier. Die werden an seinen reingeschraubt wahrscheinlich.
So, dann haben wir hier, das müsste das Differentialgehäuse sein. Normalerweise, das hier ein Bumper. Ja, das ist der Bumper, er wird für hinten seine Bumper. Und ja, ganzen Teile werden wir alles dann sehen. Das müsste eine Antriebswelle sein, so ich weiß. Oder ein Sicherungsstift für den Akku. Ich denke eher Sicherungsstift. So, hier haben wir die Abdeckungen und Halterungen für den Motor. Dieser Motor wird hier aufgeschraubt. Diese Abdeckung schützt vor Dreck. Dass, wenn ihr durch Sand fahrt oder durch Dreck, dass nichts ins Getriebe kommt. Das wäre nicht so gut für euer Auto, da sonst euer Getriebe kaputt gehen kann, so wie die ganzen Zahnräder. Ja. So. Hier haben wir noch ein Pack mit Akschenkel, C-Hubs auch genannt, dieses hier. Die Antriebswelle durch. Und hier haben wir noch Radnehmer, die sehr wichtig sind, sonst halten eure Räder nicht. Hier haben wir das Chassis, dieses sehr stabil vorkommt, ehrlich gesagt. Dieses wirkt, so wie es aussieht, zusammengebaut. Diese Seite auf diese Seite geschraubt. Habe ich noch nie so gesehen. Aber wird wahrscheinlich sehr gut sein, diese Entwicklung. Ja. Wie gesagt, gibt es schon sehr lange dieses Auto. Verkauft sich sehr gut. Ja. Dann haben wir hier noch Kardanwellen für hinten. Dann haben wir hier für die Räder unsere Antriebsmitnehmer mit Stange für die Radmitnehmer. Hier haben wir die Ausgänge von den Differentialen, auch Mitnehmer. Alles aus Kunststoff, gibt es, so wie ich weiß, bei HOB Eberhard auch zu kaufen in Aluminium. Ich bin mir nicht gerade sicher. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Bitte dann schön nachgucken, wenn es euch interessiert. Ja. So, hier haben wir unsere Bauanleitung. DT03 Chassis. Ja. Diese ist sehr gut aufgebaut. Hier sieht man auch nochmal, was man Sachen braucht dazu. Schraubenzieher, Zangen, Messer, Schere und Sekundenkleber sowie der Fernsteuerung und so weiter. Ja, hier ist schön aufgebaut. Sieht man nochmal an der Reservohorn mit verbaut. Nicht anspruchsvoll, aber für Einsteiger kann es anspruchsvoll werden. Ja. Alles schön erklärt. Erklärt sich eigentlich selbst. Ich werde dieses Video natürlich wieder in einzelnen Schritten machen und erklären, wie was aufgebaut wird. Ja, hier nochmal schön. Hier haben wir die Stoßdämpfer, die mit Öl befüllt werden, also Öldruckstoßdämpfer. Wenn es alles eingebaut. Die Elektronik eingebaut, alles schön verkabelt hier unten. Ja, Reifen kleben haben wir hier, Reifen montieren, ja. Akku rein. Ja, das ist hier die Stange, wie ich gerade gezeigt hatte. Ja, hier haben wir dann unsere Karosserie, eine Abdeckung für den Akku, Karosserie montieren. Sieht man dann, den ersten Fahrversuch werde ich auch zeigen, macht man am besten im Oval, dann in der 8 und dann fährt man ein bisschen rum. Ja. Hier sieht man, was alles drin sein muss. Und das ist die Rückseite, das war es dann auch. Was ist hier noch drin? Das ist eine Schrittanleitung, wie es aussieht. Bauschrittanleitung. Hier noch eine Anleitung, wie man die Karosserie bekleben sollte und ausschneiden. Werde ich alles zeigen. So, wenn ich sie auch ausschneide, so sieht man von
Erst von inhalieren säubern, dann besprühen, dann die Schutzfolie abziehen, außen eine Schutzfolie drauf, eine dünne. Da steht auch dran, was Farben man verwenden sollte, wenn man die Original-Karosserie machen möchte. Der Heckspoiler wird in PS1 besprüht, also weiß. Karosserie in PS1 weiß und in blau PS3. Ja. Die Besonderheit, so wird sie dann beklebt. Der Spoiler wird so montiert. Karosserie so drauf gemacht. Und hier sind noch Aufkleber dabei für das Auto, für die Karosserie und für Sicherheitssachen, wo ein Ausschaltknopf ist und so weiter. Ja. Hier noch nicht zu vergessen ein Antennenrohr, wo eine Antenne herausgeführt wird aus dem Auto. Ist sehr wichtig, sonst kann sein, dass eure Verbindung abbricht zum Modell von der Fernsteuerung aus. Ja. Karton leer. Ja. Würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kommt das Ganze hier noch rein. Schön vor der Kamera. Hier ist nochmal. Ich hoffe, es hat euch jetzt schon gefallen, das Video. Schon am Anfang, bevor wir angefangen zu bauen. Vielleicht sogar schon weitergeholfen etwas. Erklärungen, was ich euch gesagt habe. Oder vielleicht interessiert euch ja das Modell schon. Also könnt ihr, wenn ihr Lust habt, schon beim Händler vorbeischauen oder auf der Internetseite. Falls ihr Probleme habt mit dem Modell, in die Kommentare schreiben oder einfach beim Händler anfragen. Dieser wird euch helfen, falls ihr Probleme habt. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und viel Spaß mit euren Modellen. Und ja, nochmal ein Dankeschön an Hobby Eberhard, für das, dass ihr mir dieses Modell hier zur Verfügung stellt. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen.